Das TP-11 umfasst die Umfahrung des Alment-Tunnels über den Waffenplatz der Alment, den Umbau des Alment-Tunnels und den Komplettumbau der Trasse im Bereich zwischen Arebrücke und Thun Süd. Der Alment-Tunnel wurde mit der Autobahn im Jahre 1972 dem Verkehr übergeben. Er wurde in einer offenen Baugrube im Bereich des Waffenplatzes errichtet. Im Zuge des Umbaus des Tunnels unter Verkehr wird die Fahrbahn um ca. 50 cm abgesenkt und die seitlichen schrägen Wände werden begradigt, um Platz für Verkehr, Wartung und Sicherheit zu gewinnen. Aber so schnell wie in dieser Animation geht der Umbau in der Realität nicht vonstatten. Die Sanierung des Tunnels beginnt mit dem HDW-Betonabtrag. Dabei wird mit einem Hochdruckwasserstrahl, HDW, der Beton bis zur Bewehrung abgetragen. Das komplette Tunnelprofil, also Wände und Gewölbe, müssen behandelt werden. Dabei kommen an Wand und Gewölbe unterschiedliche Techniken zum Einsatz. Die Ausführung des HDW-Abtrags am Gewölbe erfolgt mit einem gesteuert voranschreitenden HDW-Roboter. Dieser legt mit jedem Voranschreiten einen genau definierten Teilabschnitt frei. Es wird mit mehreren HDW-Robotern gleichzeitig gearbeitet. Nachlaufend zum HDW-Abtrag werden in die Decken und Wände Dübel für den Einbau des späteren Vorsatzbetons eingebaut. Weiterhin werden in die seitlichen Kämpfer und die Fundamente der Mittelwand Kernbohrungen als Voraussetzung für die Jetting-Arbeiten eingebracht. Zur Gewährleistung der Tragfähigkeit des Tunnels während des Umbaus müssen Außen- und Mittelwand mit sogenannten Jetting-Säulen unterfangen werden. Die Hauptarbeitsschritte lassen sich wie folgt zusammenfassen. In den vorhandenen Boden wird eine mit Höchstdruck ca. 400 bar arbeitende Spüllanze eingebracht. Während des Abteufens des Sprühkopfes zerschneidet dieser mit einer Drehbewegung die gewachsene Struktur des Bodens. Es entsteht zunächst eine vertikale Säule aus aufgelockertem Erdreich und Wasser. Überschüssiges Material wird aus dem Bohrloch gefördert. Wenn die Endtiefe erreicht ist, wird das Aggregat auf Jetting-Betrieb umgestellt. Durch den sehr hohen Druck ist es möglich, mit den Jetting-Säulen bis direkt unterhalb der Fundamente zu verpressen. Damit die Konstruktion in Verbindung mit dem Boden nicht überstrapaziert wird, werden die Jetting-Säulen nach einem exakt vorgegebenen Ablauf realisiert. Der Ablauf stellt darauf ab, dass immer nur Teilabschnitte nach dem Pilgerschrittverfahren unterfangen werden. Nach Herstellung der Jetting-Säulen ist das seitliche Fundament entsprechend stabilisiert und der schrittweise Umbau des seitlichen Kämpfers zur tragenden Wand kann beginnen. Zunächst werden die Bankette abgebrochen, die Betonfahrbahn herausgefräst und der erforderliche Erdaushub getätigt. Thank you.
Der Abbruch der seitlichen schrägen Betonwand erfolgt in zwei Etagen und innerhalb eines Tunnelblocks in mehreren Teilabschnitten, ebenfalls nach dem Pilgerschrittverfahren. Die Teilabschnitte befinden sich immer genau zwischen zwei benachbarten Jettingfächern. Zunächst erfolgt in der oberen Etage der Betonabbruch und der Erdaushub. Zur Verhinderung von Erdausbrüchen und zur Verbesserung der Gesamtstabilität während der Bauausführung wird die Rückwand mit Bewehrungsmatten und Spritzbeton gesichert. Wenn die Zwischenfelder ebenfalls abgebrochen und gesichert sind, ist die Voraussetzung für die Herstellung der zweiten Etage gegeben. Die Herstellung der unteren Etage erfolgt nach der gleichen Prozedur wie die der oberen Etage. Nach Abschluss der unteren Etage ist der gesamte Block gesichert und der Konstruktionsbeton für die neue Tunnelwand kann erstellt werden. Zunächst wird der Fundamentfuß bewehrt und betoniert, anschließend der Wandsockel und zum Schluss die gesamte Wand. Die dargestellten Arbeitsschritte müssen in jedem Block des Tunnels realisiert werden. Zur Gewährleistung eines entsprechenden Arbeitsfortschritts wird mit je zwei Teams, beginnend von beiden Portalen, in Richtung Tunnelmitte gearbeitet. Die Unterfangung der Mittelwand ist durch die doppelte statische Belastung durch das Gewölbe und den Verkehr in der Verkehrsröhre von erheblich größerer Brisanz. Auch die Mittelwand wird nach demselben Arbeitsablauf realisiert. Das heißt, zwei Teams arbeiten von den Portalen in Richtung Mitte. Erst Jetting-Säulen im Pilgerschritt, dann Abbruchfundament, Einbaufertigteile im Pilgerschritt. Um den Zeitraum der Nicht-Tragfähigkeit der zu unterfangenden Bereiche möglichst kurz zu halten, wird der Einbau weitestgehend mit vorfabrizierten Fundamenten realisiert. Der Übergang zur bestehenden Wand muss mit monolithischem Beton erfolgen. Wenn jedes zweite Feld fertiggestellt ist, können die Zwischenfelder realisiert werden. Diese müssen monolithisch hergestellt werden. Wenn alle Felder betoniert sind, kann die Ausführung zur Verstärkung von Wänden und Gewölbe erfolgen. Die Herstellung erfolgt mit mehreren Schalwagen für Wand und Decke, wiederum von beiden Tunnelportalen in Richtung Tunnelmitte. Jetzt müssen nur noch die Entwässerungsleitungen, Schlitzrinnen, Regenwasserschächte, Kabelrohranlage, Kabelschächte und Betriebs- und Sicherheitsanlagen sowie die Bankette und die Betonfahrbahn eingebaut werden. Dann ist die erste Richtungsfahrbahn des Tunnels fertiggestellt und der Verkehr kann von der Verkehrsröhre in die umgebaute, tiefer gelegte Röhre verlegt werden. Die Voraussetzungen für den Umbau der Fahrtrichtung Bern sind gegeben. Der Umbau der zweiten Röhre erfolgt grundsätzlich nach dem gleichen Prozedere wie bei der ersten Röhre. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Unterfangung der Mittelwand bereits abgeschlossen ist und ausschließlich das Fundament der Mittelwand noch verbreitert werden muss. Wir sehen hier noch die Herstellung der SOS-Nische, die eine besondere Herstellungstechnologie benötigt. In beiden Tunnelröhren müssen jeweils 7 SOS-Nischen eingebaut werden. Vorgängig wurden bereits die Kernbohrungen für die Jetting-Säulen eingebracht. Zusätzlich zu den vertikalen Jetting-Säulen müssen horizontale Jetting-Säulen eingebracht werden, die einen Schirm über der SOS-Nische bilden, um das Einbrechen von Erdreich zu verhindern. Der höchste Punkt des Schirmes ist nur noch ca. 2,50 Meter unter der Umfahrungspiste gelegen. Auch die Horizontalsäulen müssen im Pilgerschrittverfahren hergestellt werden. Um die Mindestfestigkeit der Jetting-Säulen bis zum künftigen Aushub der SOS-Nische gewährleisten zu können, wird immer im Wechsel gejettet. Nach Herstellung des Jetting-Schirmes
kann der Aushub der SOS-Nische erfolgen. Der Aushub berücksichtigt auch den tiefliegenden Schacht der Tunnelentwässerung. Die gesamte SOS-Nische muss zur Sicherung mit Spritzbeton und Bewehrungsmatten ausgekleidet werden. Nach Fertigstellung des Spritzbetons kann begonnen werden, die Bewehrung für den Konstruktionsbeton einzubringen.